Also er sagt Bushido, ich sippe das Lean, Alter. Ja, real talk. Yo, schönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Und wie ihr bereits erkennen könnt, die zweite Folge. Heute zur zweiten Folge von der Challenge zwischen den beiden netten Herren hier neben mir, die ihr in den Kommentaren bei der ersten Folge benennen solltet. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, schaut da mal gerne vorbei, ist in der Beschreibung für euch verlinkt, ihr kennt das Gelaber. Wir haben uns für die zweite Challenge was ausgedacht, und zwar habe ich 15 Deutschrap-Lines rezitiert oder werde die rezitieren, und ihr müsst das dann dem Künstler zuordnen, also nicht dem gesamten Song, sondern nur welcher Künstler kann denn so eine Line geschrieben haben. Das ist die Aufgabe. Und wir wollen das Intro kurz halten, nicht lange drum rumlabern. Schauen wir mal, ob ihr mit den Lines was anfangen könnt. Die erste Line: Denn was sind 70 Jahre Lebenszeit verglichen mit der Ewigkeit? Wozu Geld? Kollege. Weißt du auch den Song? Ich weiß nur, dass er die Scheiße mal irgendwie gerappt hat. Ich hab's mal gehört. Also irgendwas zwischen 2005 und 2007 oder so. Sommer ist auf jeden Fall der Song. Kommen wir zur zweiten Line: Mir doch Schwanz, was du Schwanz so komponierst. Ich komm von hier, du kommst von da. Fick deine Mars, du kapiert. Das ist auf jeden Fall lyrisch. Top, also wirklich allererste Finesse. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ehrlich? Ja. Mir doch Schwanz, was du Schwanz so komponierst. Ich komm von hier, du kommst von da, fick deine Mars, du kapiert. Geil. Das ist sogar ein bisschen zu smart für Haftbefehl, habe ich das Gefühl. Haftbefehl ist das größte Genie, was Deutschland hat. Hey, Haftbefehl ist ehrlich das größte Genie, was Deutschland hat. Der Typ ist anders. Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt eine Antwort oder so. Ich habe zwei Leute, die ich raten würde, aber ich weiß es nicht. Willst du vielleicht raten? Niemals. Also, durch. Also ich würde entweder sagen Bushido oder King Orgasmus One. Ja, aber King Orgasmus One würde ich nicht nehmen, weil ich weiß, dass das Timo damit nicht viel anfangen kann. Daher hättest du mal lieber getippt, weil Haftbefehl wäre richtig gewesen. Saudi-Arabi Money Rich von Russisch Roulette. Ja, jetzt sind wir gezockt. Ich sag doch, Hafti ist das größte Genie, was wir haben. Ja, alles klar. Der so, das sieht viel schöner aus und so. Der ist auch viel schöner ist und auch viel so. Sauberer. Immer, überleg mal. Viel geiler, wenn die so sackt und dann hat die so eine richtig schön geformte Eichel. So, anstatt einfach so ein Häutchen. Bah, ich hasse das. Wenn kennst du das, wenn du so Pudding isst und dann wird der so warm Pudding, dann wird der kalt, da ist auch so eine Haut drüber. So ist das, wenn du... Oder wenn ich irgendwelche Pornos gucke und die ziehen diese Vorhaut so zurück, ja, ne? Wie so ein Rollkragenpullover. Ja, ja. Okay, dritte Line. Okay. Dritte Line. Rufst du auf mein Handy, Bruder, kriegst du Mailbox. Junkies tanzen auf der Straße, wenn das J kommt. Kapital Bra? Nein. 2-0 für Row. Wiederholen wir bitte nochmal. Rufst du auf mein Handy, Bruder, kriegst du Mailbox. Junkies tanzen auf der Straße, wenn das J kommt. Ich poker jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist Rin. Richtig. Was? Ich habe die Adlibs nicht vorgelesen. Rufst du auf mein Handy, Bruder, kriegst du Mailbox. Huso! Ja. Junkies tanzen auf der Straße, wenn das J kommt. Scheiß Junkies! Ja, ich schwöre. Boah, das Lied... Weiß ich gerade gar nicht. Bass ist das. 3-0 für Row. Vierte Line. Ich bin noch am Leben und trotzdem Legende. Ich zähle die Scheine und reibe mir die Hände. Wer auch immer das gerappt hat, wack. Wollt ihr pokern? Ja, also ich rate jetzt nicht, also auf Ernst, aber es ist Bushido bestimmt. UFO. Ehrlich? Diamonds. Dein Bitter. Wack. Ich bin noch am Leben und trotzdem Legende. Ich zähle die Scheine und reibe mir die Hände. Diamonds. So ist, so ist besser, als wenn man so einsilbig macht. Ich schwöre auf alles. A, B, C, D, E, F, G, Wagon, Yarny, genau, doing it, Big Captain. Von wem ist das? Ja, Young Thug. Nein. Aber weißt du, wie ich meine? Ja, so, ja. Überleg mal, das ist von 21 Savage in... Ach ja, ich bin ja der größte 21 Savage. Ja, weißt du, wie ich meine? 21. So, die nächste Line. Jeder meiner Fans ist scheißegal, wie du am Mic rappst. Komm nach Schöneberg und ich zeig dir deinen Scheißtext. Bushido. Richtig. Bei Gott nur wegen Schöneberg. Gruß geht raus nach Schöneberg. 3-1, ne? 3-1 für Row. Der Typ, der Maybach fährt, fickt deine Crew und sagt, ich Putzfrau, es ist ein Befehl und kein Beruf. Kollege? Nein. Willst du raten? Nein, nein, auf keinen Fall. Ja. Farid Bang von Glutsch. Ja, stimmt. Ja, aber deswegen Kollege. Was für ein geiler Titel. 4-1 für Row. Nächste Line. Obwohl ich... Und sie hängt mir am Hals wie ein Kruzifix, roter Lippenstift auf meinem Hemdkragen. Deutschland hat so viele Arme, Tentakel. Hab keine Ahnung von Deutschrap, Alter. Vom Niveau her würde ich sogar fast sagen, also ich rate jetzt nicht, dass Kollege ist. Willst du nicht mehr raten?
Na, kannst du auflösen. Shindy. Ehrlich? 2013 auf dem Hallo Monaco-Album von Capo. Mich feiern Assis im Land, denn es ist Aslak, du Hans. Wir sind die Macht, vor uns haben eure Papis schon Angst. Capo Aslak. Richtig. 4-2. Auch, ey, einer seiner ersten Songs. Fick den Richter. Ja. 2012. Deswegen kann ich Dumarok und Ja. Guck mal, die kennt der. Aus Ecken. Zieh dir mal rein. So UFO Diamonds von vor 2 Jahren. So. Hör auf zu reden, ehrlich. Nächste Line. Woher ich komme, Junge, ich bin ein Berliner. Rede frech und ich brech dir den Kiefer. Nochmal? Woher ich komme, Junge, ich bin ein Berliner. Rede frech und ich brech dir den Kiefer. Ich könnte raten, aber ich mach's nicht. Auflösen. Flair. Nein. War gerade wahrscheinlich gedrückt. Ja, Flair. Ja, ich hätte auch Flair gesagt, ich schwöre. Ich weiß nicht, ob ich vorher das hätte sagen sollen, aber ich habe kein Doppelt genommen, weil wäre langweilig gewesen. Die nächste Line. Mein Hund spielt mit Katzen, ich spiele mit der Wumme. Willst du einen kiffen? Da liegt noch ein Stummel. Das sind auch keine Lines, die man so kennt, auch wenn man das hört, aber einfach so vom Ding her. Bones MC. Richtig. Woher weißt du das? Ich hab's mal gehört. Nächste Line. Dein Baby versteckt meinen Chat, schwänger die Bitch und bin weg. Ich weiß 1000%, wer es ist. Lass mich ganz kurz überlegen. Wie viel Zeit hat er noch? Fuego Flavi! Ja, richtig. Ah, meine Fresse, Alter. Puh. Ich war jetzt 2 Jahre weg, besoffen und Exzesse. Hab Montclair reich gemacht. Was kostet deine Weste? Sag mal nochmal. Ich war jetzt 2 Jahre weg, besoffen und Exzesse. Hab Montclair reich gemacht. Was kostet deine Weste? Also, das ist doch etwa Real Talk. K1. Ja, richtig. Ist das von Dings? Wie heißt dieses Album nochmal? Rich Kids? Prince of Belvedere. Ah ja, okay, dann das. Nächste Line. Zum Kiffen geht er in Masi auf Schniffe. 5 Stücke Super Silver und ein Heineken bitte. Darf ich wissen, bist du schon 18? Mimit nimmt den Perso von Ibrahim. Ich könnte raten, aber möchte ich nicht. Geil, alles gefickt. Geil, Mann. Ich weiß nicht, wer von beiden es ist. Ach so, nee, dann bin ich voll raus. Wisst ihr, was ich sagen wollte? Egal, sag erstmal. Also ich glaube, es ist Chelo oder Abdi. Ja, ich rate ja nicht, deswegen. Ich weiß es nicht. Abdi. Ja. Weißt du, was ich erst sagen wollte? Hannibal. Ja, wahrscheinlich Hannibal. Ja, shit happens. Chill im Mercedes, die Nase ist taub. Ich schnupf mir paar Darbys. Makarov scharf unterm Anzug von Paris. Sag mir, wie viel du brauchst. Capital Bra. Richtig. Du hast eine Ehre genommen. Du hast einfach Liverpool Comeback gemacht. Mein Gott. Hab ich gewonnen? Ja. Yeah. Du hast einfach gewonnen. Und mit Kapital sogar noch, ne? Darby. Bei Darby war klar. Ich habe extra Adlibs wie Bra und so. Ich habe alles weggelassen, was immer so bei sehr darauf Darby war safe. Auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ich muss sagen, ich bin selber krass stolz auf mich dafür, dass ich von Deutschland gar keine Ahnung habe. Aber ich schwöre Hut ab für diese Lines, die du rausgesucht hast. Ich wäre in 10 Leben nicht auf diese Dings Lines gekommen. Was hast du ausgegraben? Lyrics by Genius. Ich bin echt pissed, ne? Ich bin ehrlich scheiße. Ja, den hast du einfach auf jeden Fall zu locker angegangen nachher. Du hast so gedacht, ja, der weiß eh nichts. Auf einmal hat er dich hochgenommen. Ich habe gedacht, dass die Raterunde bei Chill und Abdi schon vorbei war. Das war dumm. Ich habe mir einfach die Vorlage gegeben. Dumm. Es steht nach der 2. Folge 1-1. Wenn ihr die 1. Folge noch nicht gesehen habt, wie gesagt, in der Beschreibung für euch verlinkt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Challenge-Ideen habt, falls ihr sehen wollt, in welchen Bereichen die beiden sich noch duellieren. Und ansonsten eure letzten Worte vielleicht noch zu dem Spektakel. Folgt den beiden Jungs gerne bei Instagram. Mir natürlich auch Herz allerliebst und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.